Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tropico 5 El Presidente zurück. Miam, 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 miam. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob mein Mikro geht. Ja, es funktioniert. Falls man Nebengeräusche hört von Bauarbeitern oder von draußen Eingehupe oder so, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber es sind halt Temperaturen, wo man abends oder morgens gerne das Fenster aufmacht. So, ich muss jetzt wirklich gerade überlegen, bei was wir waren. Deswegen lasse ich die Zeit jetzt mal normal laufen. Also wir mussten aufs Schweizer Bankkonto 50.000 deponieren. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Stahlexport läuft, Konservenexport und eine Bank brauchen wir zwei. Okay, gucken wir nochmal hier bei den Technologiestufen. Eine Bank dürfen wir nur noch nicht, zwei weiteren, also müssen die beiden erst fertig sein. Dann würden wir die Bank erreichen. Was können wir eigentlich hier machen? Rauswerfen, Preise. Botschaft. Okay. Konservenfabrik. Bin ich jetzt mal gerade am gucken hier, ob wir überhaupt eine Stahlwerk. Textilverarbeitung, Sägewerk. Haben wir noch gar keine Konservenfabrik? Kraftwerk Hochspannung. Ah, wir haben uns ja um das Kraftwerk gekümmert. Ja. Sägewerk, Textil, Konservenfabrik. So. Passt hier leider nicht hin, Madame. Aber da. Sehr schön. So, Konservenfabrik. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Sehr schön. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger oft furzen oder stinken. Wir fanden außerdem heraus, dass 33% aller ausländischen Diplomaten das Rülpsen zu Tische missbilligen und satte 95% gaben an, dass sie es als sehr negativ empfinden, wenn unsere Diplomaten nackt auf dem Tisch stehen und die Nationalhymne singen. Wer hätte das gedacht? Da muss ich ihm jetzt mal vollkommen recht geben. So, unser Kraftwerk läuft und wir haben Strom bis hier vorne hin. Oh, es gibt Unruhe in Tropico. Es gibt Unruhe, Leute. Da müssen wir ganz schnell hin. Da gibt's Unruhe. Manche müssen verhandeln. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten, dass unsere Revolution nicht die beste ist. Ja. Wir sollen ein Transportbüro bauen. Das sollte wohl das kleinste Problem sein. Aber ich möchte jetzt gerne meinen Strom etwas erweitern, dass wir dies Strommann und Söhne auch Richtung der Industrie nach unten bekommen. Ja, wenn wir jetzt schon die Kohle verprassen im Kraftwerk, dann brauchen wir auch Strom. So, ich muss jetzt nur mal gucken, wo der Scheiß war. Hochspannungswerk. La, 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 la. Und zwar setzen wir den dahin. So. Ich habe kein Feuer. Da ist mir doch gerade die Lunte ausgegangen, meine Damen und meine Herren. Wir brauchen ein neues Transportbüro. Ich weiß nicht, was Sie davon halten, aber wir werden es einfach mal bauen. Ne? Oh mein Gott, da hat mich gerade die Stimme verlassen. Oh. So, neben die Parketage sollte das ganz okay sein. So, was macht unsere Konservenfabrik? Die ist fleißig am Bauen. Wir haben ja Wahlen. Wahlen in 6 Monaten. Alfred Glabur, 66%. Frügel Kolmrom, 34% nur. Das ist die größte Lusche des Tropico. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Besitzen Sie eine Rumsterilisierung? Dann müssen wir mal schließen. Wir haben zu viele Aufträge. Ja, es schreiben zurzeit viele, Glabur, mach doch lieber etwas langsamer mit allem. Ha, so langsam werde ich wohl irgendwann es mal raffen, dass ich beim Let's Play mir ruhig ein bisschen Zeit lassen soll. Aber, ja, das ist halt zurzeit so ein Problem bei mir, ne? So. Ich weiß gar nicht, braucht das Hochspannungswerk Strom oder laufen die davon alleine hin? So.
Machen wir einfach mal so. So, jetzt haben sie das gute Stück hier gebaut und jetzt haben auch die ganzen Industrien Strom. So, jetzt würde ich doch gerne mal hier aufwerten. Und jetzt können wir doch hier mal... Erhöht die Effizienz um 30%, jedoch die Umweltverschmutzung um 50%. Das bringt uns nichts mit Strom. Elektrizität, Lichtbogenofen. Forsche Zeitalter, Neuzeit, Wahlwerk, Schmelzofen. Erhöht die Effizienz um 20%, jedoch um die Umweltverschmutzung. Ja, unsere Umweltverschmutzung. Die hat keinen Strom. Wieso du aber keine Strom? Ah, da, so geht das nicht. Ich bin El Präsident und wenn ich sage, hier soll Strom hin, dann soll da Strom hin. So, dann müssen sie da halt nochmal das Hochspannungswerk bauen. So, da oben sind sie auch schon fleißig zugange. Ja, unsere Bürger sind gut. Guter Dinge auf jeden Fall. Sie glauben, dass ich der richtige Präsident bin für ihre kleine, verschmutzte Insel. Wir brauchen unbedingt Wohnhäuser, Leute. Wohnhäuser ist auf jeden Fall schon wieder ein riesen Problem. Wir nehmen noch mal so ein paar Landhäuser, würde ich sagen. Ja, und diese Landhäuser setzen wir einfach hier oben mal so tatatatatak hin. Oder? Ja, wir müssen ja hier oben. Hier unten gibt es auch ein paar Kasernen. Da gibt es wieder ein paar Parkhäuser. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das hier oben einfach mal. So. Einfach, dass wir die Leute, die da oben wir arbeiten. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Streng genommen nicht ganz legal. Aber ich garantiere, dass es keiner herausfinden wird. Okay, sicher. Wir können die Wahlen ohne Manipulation gewinnen. Kein Wahlbetrug. Sicher ist sicher. Wahlergebnisse werden leicht angepasst. Nein, wir brauchen das nicht. Wir führen 71%. Wir haben gerade den Strom eingeführt hier. Meine Damen und meine Herren, wir sind die mächtigsten Leute. So, wir werden... Modulisieren, zum Haus modulisieren. Mhm. Wohnqualität checken 10%, aber die Stromverbrauch des. Oh, hier mit Strom. Elektrizität kann man jetzt hier. Das ist eine Mörderwelle, Präsidente. Und ach, sie kommt Scheiße. Genau auf uns. Ach du Scheiße. Katastrophe! Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. Sie haben die Wahl Jungs, mit... Jungs, Mädels, wohin deswegs? 71% zur großen Welle geht's hier? Wir leben noch, Präsidente. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese riesige Flutwelle überstehen würden. Gebäude beschädigt, 1 Gebäude zerstört, 7, 3 Landhäuser, 1... Fischerhütte, 1 Farm, Rinder, 1 Bibliothek, 1 Taverne. Die internationale Gemeinschaft hat uns als Katastrophenhilfe 7.400 in die Staatskasse überwiesen. Sehr schön, meine Damen, meine Herren. Da haben sie uns doch nochmal geholfen. So, wir werden das hier natürlich alles wieder aufbauen. Alle wieder aufbauen, ja. So. Das hier möchten wir auch wieder aufbauen. Irgendwas ist da blockiert. Was ist denn das? Farm Rinder. Anscheinend ist das, was ich nicht wieder aufbauen kann. Hier die Fischerhütte. Geht das? Ja. Die kriegen wir wohl nicht wieder aufgebaut. Die Rinderfarm. Ja, dann, mal gucken, ob wir da wieder eine draufbauen können. Ja, gut. Dann machen wir es halt so, Leute. Wer das nicht will, oder wer es nicht will, machen wir es halt so. So, wir hatten jetzt hier Elektrizität schon aktiviert.
Warum muss ich jetzt jeden einzeln aktivieren mit Elektrizität? So, ich möchte jetzt erstmal gucken, was produzieren wir überhaupt? Gesamtverbrauch 135, Effizienz 400. 400, meine Damen und meine Herren. Elektrizität, boah, 10 Megawatt. Ja, aber wir müssen ja hier so ein bisschen die Leute steigern und, ja. Ich will den Leuten jetzt ja auch hier nochmal ein bisschen Zufriedenheit geben, dass sie in dem Sinne alle besser zufrieden sind. So, dann haben wir die Leute nämlich auch schon mal. Was ist hier mit der Welle? Auspumpen, okay. Haben wir gemacht. Produziert Konserven aus Kaffee, Fisch und Ananas. Kaffee haben, Fisch haben wir eigentlich auch, aber gut, jetzt gerade nicht. Müssen wir gerade mal einen Augenblick warten, bis sich das anläuft. Und dann sollte das normalerweise auch funktionieren. So, wir haben 34.000 da drin, also immer noch nicht so viel. ...210 hauen wir schon gut durch mit Strom. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Verkauf und sowas hier noch ein bisschen steigern. So, wir müssen hier nochmal gucken. Wann dürfen wir eigentlich die Schweizer Bank, die Bank bauen? Okay, danach auf jeden Fall die Bank. Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen? Nee. Okay, dann jetzt erstmal die Bank erforschen. Was stand da vorher noch? Kaffee. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Kaffee schon angebaut haben, Leute. Ich weiß es jetzt auch gar nicht so aus dem Kopf. Wir sind Tropico. Oh ja, Tropico. Machen wir da noch eine Kaffeeplantage. Oh, Tropico. Ja, Tropico. So, dann gibt es noch mal zwei Kaffeeplantagen. Hatten wir jetzt da oben die Baufirma. Wie sieht's da aus? Da arbeiten auch schon fleißig die Leute. Also ich finde es richtig cool. Ja, so gefällt mir schon so eine richtige Tropico-Stadt. Ja? So ein bisschen durch den Wind alles. Geld ohne Ende. Geld wie Heu. Und dann passt das nämlich alles. Ja, da wohnen auch noch welche in den Baracken. Ja, bringt ihr denn jetzt hier den Leuten hier mal ein bisschen was an Materialien? Das wäre ja mal ganz angenehm, ne? So, dann gehen wir hier nochmal bei und werden hier nochmal so schöne Landhäuser bauen. Weil hier werde ich sowieso sonst nichts anderes mehr hinkriegen. Tropico ist das geilste Lala. La. Wir bauen blaue Wohnungen. La. So. Das sollte ja wohl erstmal wieder reichen hier an Landhäusern. So. Ich mag das ja, ne? Ich weiß nicht, ich finde die Melodien, ich finde das ganze Spiel so cool. Nur zum Beispiel jetzt mit den 35.000. Irgendwas muss ich hier ein bisschen beschleunigen, dass wir hier ein bisschen mehr Kohle schneller kriegen. Und ich gehe davon aus, dass ich da dann, weil wir die Bank noch nicht haben. Und ich gehe davon aus, dass das mit der Bank genauso sein wird wie bei den anderen Tropico-Teilen, dass man da sich dann ein Schweizer Bankkonto einrichten kann und dann die ganze Scheiße rüber. 41.000 wird exportiert. Es geht ab, Leute. Die haben hier immer noch keine Ware. Ich glaube so langsam, dass wir wir haben ja Transportbüro gebaut, ein drittes. Dass wir noch ein Bauarbeiterbüro. Ja, das mit der Straße habt ihr mir ja auch geschrieben, dass sich das von alleine updatet. Das finde ich sehr schön. Das ist. Dankeschön für die Information erstmal. La 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 la.
Die Schweiz Nummernkonto überwiesen. 2250, okay. Die Arbeiter. Das konnte ich nicht sehen. Die Arbeiter in unserer Textilfabrik streiken. Warum? Kaufen. Keine Ahnung, was los ist. Ah, immer hier freigekauft für 14.000. Spielt ja. Ah, 5.000 brauchen wir nur noch, Leute. Dann haben wir es geschafft. Dann ist die Sache erledigt. Ja, jetzt kommen sie hier oben hin zu den Dingens. Dann haben wir gleich schon die nächste Aufgabe geschafft. Richtig nice. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang gedacht, na, war es richtig, die Kampagne in dem Sinne zu spielen. Aber von einer Seite finde ich es cool, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine Kampagne, wo man sich wirklich mal um auch mal einfach kaputt lachen kann. Ja. Und ob ich da zwischendurch mal einen Loose drin habe, mein Gott, das gehört einfach dazu. Ja, das ist so wie in DayZ, man geht online und puff, kriegst einen Headshot. Während der Aufnahme, ja. Habe ich auch nichts geschafft. Ja, die Konservenfabrik hat aber 840 schon hergestellt. Ja, gut. Wenn da oben gleich die Kaffeeplantagen laufen, dann sollte das Problem eigentlich auch erledigt sein. Na, also die Schiffe werden gut vollgeproppt. Bam, 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 bam. Da, ein Frachter in der Varanatropico von 38.000. Also, das muss man sich wirklich mal überlegen. Der Frachter fährt weg und gleich ist ein neuer da. Konserven 1440, also Produktion läuft. So. Nur ob wir die Forschung schaffen. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Fleisch. Oder dafür. Kann mir das immer so schlecht merken. Ja, das nehmen wir natürlich an. Fleisch haben wir eh. Hier ist ja alles voll mit Rinderkacker. So. Strom ist okay. Da haben wir noch 190 über. Kann man das nicht auch noch ein bisschen... Gasturbine, Luftanlage, zentrale Klimaanlage. Ach so. Eine zentrale Klimaanlage. Na, wie toll ist das denn? So, Leute, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Tropico 5. Mein Name ist Glabur und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Euer Glabur. Ciao, Ilaui.